Hey, hallo Leute, ich bin heute in meinem Camp und heute gibt es einen kleinen Kehraus, eine kleine Aufräumaktion, beziehungsweise ja, Kehraus nicht, weil es ja draußen stattfindet und nicht drin. Dann will ich ein Seil noch auf eine bestimmte Länge bringen. Natürlich gibt es auch noch was zum Essen und zum Trinken und dann wollen wir mal schauen, ob sonst noch was passiert oder ob es sonst noch was zum Sehen gibt und ich hoffe doch, ihr seid dabei. Hier liegt einfach ein ganzer Haufen Zeug rum und es nimmt einfach hauptsächlich nur Platz weg, anstatt dass der Platz ordentlich genutzt wird und ich will mal eine kurze Einblendung hier machen, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Also hier habe ich schon zwei Tüten mit Müll jetzt gefüllt und das spricht ja überhaupt nicht fürs Camp Cramer. Und da muss jetzt dringend mal was gemacht werden. Und ja, man macht das ja so im Frühjahr, auch wenn das Frühjahr eigentlich ja noch ein halber Winter ist, aber jetzt wollen wir mal schauen, was ich hier bewirken kann. Habe ich mal so weit hier die Ecke aufgeräumt, wie ich das haben wollte. Das soll so die Hobo-Ecke sein, beziehungsweise die Ofenecke. Heute habe ich wieder meinen Holzvergaser dabei. Und ich muss sagen, es ist echt schöner, wenn der ganze Müll weg ist. Und das ist so wie im Haushalt, wie im Alltag. Man sollte da ständig hinten dran sein. Man sollte da ständig dran sein, damit man nicht nach hinten fällt. Und da immer eine gewisse Sauberkeit halten. Hier wird es gerade sehr, sehr dunkel und ich glaube, ich ziehe mich mal mit meinem ganzen Kladderadatsch mehr in den Eingangsbereich von der Hütte zurück. So weit, so gut. Ich melde mich gleich wieder. Vielleicht regnet es ja dann schon. Es hat jetzt leicht geregnet, leicht getröpfelt. Jetzt hat es wieder kurz aufgehört, aber ich weiß nicht, wie es noch wird. Deswegen will ich jetzt eben die Seilsache hier vorziehen und als Beispiel will ich euch zeigen, also ich habe jetzt hier mein Maßband ausgelegt. Das Seil ist laut Hersteller 20 Meter lang und ich finde 10 Meter, das reicht. Das soll nachher in meine beiden Ausflugsrucksäcke verteilt werden. Da reichen dann durchaus 10 Meter zum Tarpaufbau oder so als Hilfsmittel. Ja, ich habe wie gesagt hier das Maßband ausgelegt. Jetzt werde ich ein Stück weit hier das Seil auslegen, bis ich an den 10 Meter bin. Gut, es muss alles nicht so ganz hundertprozentig sein. Ich werde es jetzt hier mal befestigen, wo ich auch das Maßband untergelegt habe. Ja, ich hoffe vom Sound mit dem Echo und hier drin, das ist nicht zu schlimm. Ich gehe bis zu den 10 Metern. Also, da wären wir dann bei 10 Metern plus minus ein paar wenige Zentimeter. Und das ist jetzt eigentlich ein doofes Beispiel, das mit dem Maßband, weil nein, das ist ein doofes Beispiel für die Benutzung von dem Maßband auch, weil ja dieses 20 Meter Seil möchte ich in zwei Hälften haben und das geht natürlich viel einfacher. Wie gesagt, war das jetzt mit dem Maßband eher ein schlechtes Beispiel. Also wenn man verschiedene Längen haben will oder sage ich mal, das Seil jetzt würde ich machen wollen in drei Teile, dann wäre das Maßband sinnvoll. Jetzt, da ich einfach nur die Hälfte jeweils möchte, ist es ganz einfach. Ich gehe an den Baum und gehe einmal außen rum und dann werde ich jetzt so lange ziehen, bis ich beide Enden auf einer Länge habe. So. Ganz easy, halbe halbe.
Und hier auf die Seite hier, an den Bogen, wo die Schnur quasi einen Bogen macht, nehme mir den, nehme mir Messer rein und durch. Und ich habe meine 2x10 Meter durchaus ausreichend für so einige Aktionen. Und wie beim Paracord nehme ich auch hier das Ende, zünde das an. Schön verschmilzt. Und je nachdem, also mit oder ohne Handschuhe, mal hier dran und pressen. Oh. Nehmt die Handschuhe. Ja, beim Paracord ist es einfacher, es ist nicht so heiß. Ich hoffe, ich habe mich jetzt da nicht zu sehr verbrannt. Kann man da was sehen? Also, Vorführeffekt Karma, ihr wisst, wie man es nicht macht. Naja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Anzünden und dann schön. Natürlich geht das auch nicht mit allen Handschuhen. Auch da muss man dann aufpassen. Okay, aber das Wesentliche im Wesentlichen wisst ihr ja, was ich meine. Aber was hast du am Wochenende so gemacht? Hab mir die Finger verbrannt. Hast du an der Frau rumgespielt? Nee, an der Schnur. Ja, jetzt habe ich meine beiden Hälften. Kann ich jetzt schön aufwickeln. Und dann kommen da jeweils 10 Meter in die Ausflugsrucksäcke. Und da könnt ihr auch variieren. Entweder ich nehme das jetzt so oder knicke es nochmal. Es lässt sich nachher ganz leicht ausschütteln und ist dann so gut wie griffbereit. Und ich finde 10 Meter ist eine gute Länge. Das ist absolut ausreichend. Ja, und jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Diesmal will ich das mit dem Holzvergaser so machen, wie der Carlos mir das geraten hat. Ich habe den Anzünder unten reingetan und werde jetzt von unten her anzünden. Je weniger da drin ist, desto eher kommt dieser Vergasungseffekt zutage. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr sehen könnt. Ich versuche mal die Kamera näher hinzubringen. Und da sieht man eindeutig, dass da an der oberen Hälfte, am oberen Rand, so eine Art Feuerkranz rauskommt. Und jetzt wird es auch gleich Zeit, Wasser drauf zu machen. Ja, geht tatsächlich wieder voll ab. Ich habe auch noch Gulasch dabei, fertig, Terrine Gulasch. Will ich mir gleich dann auch noch machen. Das Wasser kocht schon so gut wie. Und bei meinem Daumen kann man so langsam sehen, wie sich eine Brandblase bildet. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon sehen könnt. Das wird ein dickes Ding. Mal sehen, wie es nachher aussieht. Ob ich euch noch was zeigen kann davon. Und ich hoffe, ihr lernt dann aus dem Kramer seinen Fehlern. Bei diesen Terrinen denke ich immer eher nicht zu viel, damit das nicht zu dünn wird. Damit die Soße davon nicht zu dünn wird. Das sieht diesmal so aus. Da sind auch kleine Nudele sind da auch mit drin und eigentlich sind die Rahmnudeln davon mein Lieblingsgericht, aber man soll sich ja nicht so einseitig ernähren. Ja, Holzvergasele geht wieder ab wie Stuka. Wasser kocht schon so gut wie. Ich werde jetzt mal die Terrine reinschütten. Riechen tut schon mal sehr gut. So bescheuert. Echt, ey. Naja, jetzt ist es so. Kann man nichts machen. So sieht das Gulasch aus. Und ich glaube, ich kann jetzt auch bald essen. Ist schon etwas. Hat schon gezogen. Oh, mal ein Testschmeckerle. Ja, die Soße sieht jetzt auch dicker aus.
Jetzt hoffe ich, dass alle Nudeln durch sind. Und ihr entschuldigt mich jetzt mal. Schmeckt zwar meiner Meinung nach überhaupt nicht nach Gulasch, aber gut schmecken tut. Ja? Es ist echt nun mal so, dass es draußen am besten schmeckt. Cheers, Leute. Das Gulasch war jetzt richtig gut. Gerade eben hat es noch mal fett gedonnert, aber Regen ist keiner mehr gekommen. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ich möchte noch ein bisschen hier draußen bleiben und chillen. Einfach geil. Draußen sein. Ja, soweit so gut mal dazu. Der Finger tut schon gar nicht mehr so weh. Ich möchte jetzt noch ein bisschen hier draußen abchillen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht, Daumen nach unten. Wobei Daumen nach unten laut unserem Freund Arthur Brehm ja gar nicht so das Problem ist. Könnt mich auch abonnieren. Nein, bitte nicht. Dummes Gelaber. Lange Rede, kurzer Sinn. Leute, geht raus. Daheim sterben die Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen.